Hallo und herzlich willkommen bei Jurelda.de. Wir haben uns in den letzten Videos uns einfachere Gleichungen angeschaut, die wir mit Hilfe der PQ-Formel oder mit Hilfe der Polynomdivision oder des Horner-Schemas lösen konnten. Des Weiteren haben wir uns Gleichungen angeschaut, die wir mit Hilfe der Substitution lösen konnten, sogenannten biquadratischen Gleichungen, durch x hoch 4 und x hoch 2 vorkommen. Nun schauen wir uns Gleichungen an, die etwas häufiger im Abitur drankommen, etwas schwieriger sind, sich aber auch mit den bekannten Hilfsmitteln, das heißt der Substitution und der PQ-Formel lösen lassen. Das erste Beispiel, das wir uns anschauen, ist die Gleichung der Form x hoch 7 minus x hoch 3 gleich 6 geteilt durch x. Nun, was können wir als erstes tun, um ein x herauszufinden, für das diese Gleichung gilt? Wir multiplizieren mit x. Das heißt, wir haben die neue Gleichung x hoch 8 minus x hoch 4 gleich 6. Nun, der nächste Schritt, den wir tun können, ist logischerweise, die 6 auf die andere Seite zu bringen. Das heißt, wir haben x hoch 8 minus x hoch 4 minus 6 gleich 0. Nun, diese Gleichung sieht schon so ähnlich aus, wie die Gleichung, die wir in den vorherigen Beispielen hatten. Das heißt, wir können hier die Substitution einsetzen. Nun, was können wir hier ersetzen, dass wir eine Gleichung haben, die wir mit der PQ-Formel lösen können? Ja, wir sehen hier dieser mittlere Summand, x hoch 4, wenn wir den mit u ersetzen, bekommen wir gerade die quadratische Gleichung. Das heißt, wir machen Substitution, x hoch 4 gleich u. In aller Regel kann man mit solchen Standardformen der mittleren Summanden substituieren, wenn man ihn in normalen Form gebracht hat. Das heißt, wir können uns jetzt hier die neue Gleichung anschauen. U hoch 2 minus u minus 6 gleich 0. Aus x hoch 8 wird u hoch 2, weil er x hoch 4 hoch 2 ergibt x hoch 8. Nun, das ist eine quadratische Gleichung, die lässt sich mit der PQ-Formel lösen. U 1 2 gleich minus p halbe, das heißt minus 1 halb, also plus 1 halb, plus minus Wurzel aus 1 halb ins Quadrat, das ist 1 Viertel. Minus minus 6 ergibt plus 6. So, das schreiben wir mal in Dezimalzahlen um. 0,5 plus minus. Nun, ein Viertel ist 0,25 plus 6 ist 6,25. So, und jetzt können wir die Wurzel ziehen. 0,5 plus minus. Wurzel aus 6,25 hatten wir schon in vielen Beispielen, entspricht gerade 2,5. Das heißt, wir haben zwei Lösungen für diese Gleichung. 0,5 plus 2,5, das ergibt 3. Oder 0,5 minus 2,5, das ergibt minus 2. Nun schauen wir uns an, welche dieser Lösungen wir für Substitution gebrauchen können. Die minus 2 können wir nicht gebrauchen, weil wir können keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen. Das heißt, uns bleibt nur diese einzige Lösung übrig, für die wir hier die Rücksubstitution machen können. Schauen wir uns das an. Das heißt, x hoch 4 gleich u. Und für u haben wir gerade die Lösung herausgefunden, 3. Also haben wir x hoch 4 gleich 3. Dann ziehen wir hier raus die vierte Wurzel und bekommen als Lösung x gleich plus minus die vierte Wurzel aus 3. Das heißt, die beiden Lösungen plus die vierte Wurzel aus 3 und minus die vierte Wurzel aus 3. Schauen wir uns nun das zweite Beispiel an. Das wird ein bisschen schwieriger, da haben wir die Potenzfunktion drin. Und zwar 2 hoch 4x minus 5 mal 2 hoch 2x plus 6 gleich 0. Nun, wie können wir hier substituieren? Wir müssen wieder auf den mittleren Summanden schauen. Das 2 hoch 2x, das sticht schon heraus. Warum können wir hier substituieren? 2 hoch 2x gleich u. Wenn wir uns den ersten Summanden anschauen, 2 hoch 4x soll ja gerade u Quadrat ergeben. Und das stimmt gerade, weil 2 hoch 2x hoch 2 ergibt 2 hoch 4x. Also können wir das umschreiben als u Quadrat minus 5 mal u, also 5u, plus 6. Das ist wieder eine quadratische Gleichung, PQ-Formel. Minus 5 halbe, also plus 5 halbe, plus minus Wurzel aus 5 halbe ins Quadrat, 2,5 ins Quadrat, 6,25, minus 6. Das heißt, wir haben u1, 2, gleich 2,5, ich schreibe es wieder in Dezimalzahlen um, 6,25 minus 6 ist 0,25. Davon die Wurzel ist 0,5, also plus minus 0,5. Also haben wir die erste Lösung u1, 3 und die zweite Lösung u2 gleich 2. Nun, jetzt müssen wir die Rücksubstitution machen. Fangen wir mit dem Beispiel 3 an. Das heißt, wir müssen jetzt 2 hoch 2x gleich u und u ist dementsprechend 3. Das heißt, wir schreiben jetzt hin 2 hoch 2x gleich 3. Wie lösen wir eine solche Gleichung? Nun, da kann man sich an den Logarithmus erinnern.
dass sich Potenzen auflöst. Das heißt, wir machen auf beiden Seiten jetzt den Logarithmus. Das heißt, auf der Seite steht log 2 hoch 2x, auf der anderen Seite steht log 3. Nun, dann gab es die Regel beim Logarithmus, dass man das Exponentenstück nach vorne ziehen kann. Hier nach vorne. Das heißt, es steht also da 2x mal log 2 gleich log 3. Nun, jetzt können wir dividieren und nach x auflösen. Also geteilt durch log 2. Das heißt, es steht da 2x gleich log 3 durch log 2. Dividieren wir noch durch 2 und halten die Lösung x gleich log 3 durch 2 mal log 2. Das ist also eine Lösung dieser Gleichung. Schauen wir uns die zweite Lösung der quadratischen Gleichung an, was wir da für eine Lösung für x rausbekommen. U2 gleich 2, also müssen wir wieder 2 hoch 2x mit 2 gleichsetzen. Und hier, denke ich, können wir uns den Logarithmus sparen, indem wir uns einen kleinen Trick anwenden. 2 können wir auch genauso schreiben als 2 hoch 1. So, wenn hier 2 hoch 2x gleich 2 hoch 1 steht, dann müssen die Exponenten gleich sein. Das heißt, es muss also auch gelten, 2x gleich 1. Teilen wir noch durch 2 und bekommen die Lösung x gleich 1/2. Es gibt also zwei Lösungen, die dieser Gleichung entsprechen. Das heißt, die erste Lösung log 3 durch 2 mal log 2 und die zweite Lösung 1/2. Danke.